Fällt mir ein, ich habe einen Gutschein für über 60 Euro für eine Prophylaxe. Willst du ihn haben? Bei meiner Zahnärztin. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser heutiger Film heißt Verräter wie wir. Geld stinkt nicht, solange es genug davon gibt. Es ändert nicht die Farbe, es ist Blutgeld. Er ist einer der großartigsten und erfolgreichsten Kriminalschriftsteller überhaupt, der Brite John le Carré. Viele seiner Romane wurden verfilmt, wie zum Beispiel Der Spion, der aus der Kälte kam, Dame, König, Ass, Spion oder wie zuletzt als brillante britische TV-Miniserie Der Nachtmanager. Nun hat sich das aktuelle Kino seines 2010 erschienenen Spannungswerks Verräter wie wir angenommen und die Investition hat sich gelohnt. Kommen Sie vorbei, wir machen heute Abend eine kleine Party. Das ist eine kleine Party? Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Was kann ich denn tun? Ich bin nur ein Lehrer. Geben Sie das, Ihrem MI6. Sagen Sie, Sie hätten ein Geschenk von der Nummer 1 der Geldwäscher in der russischen Mafia. Harry und Gail, der Oxford-Dozent und die erfolgreiche Anwältin. Urlaub in Marrakesch. Anlass, die eheliche Stimmung soll eigentlich aufgebessert werden. Doch dann taucht dieser reiche, wilde Russe auf, Dima. Der entpuppt sich als oberster Geldwäscher der russischen Mafia und braucht Perry, engagiert ihn für einen geplanten Seitenwechsel. Ist das alles, was Sie haben? Ja. Er hat Ihnen erzählt, er gehört zur russischen Mafia. Und Sie haben ihm trotzdem geholfen. Ich dachte, ich übergebe ihn einfach und damit hat es sich. Er sagte, seine Kinder würden sonst getötet. Und Sie haben ihm geglaubt? Doch in der britischen Entscheideretage ist man unschlüssig. Schließlich plant die nächste Generation der Russenmafia demnächst viel Schwarzgeld in Großbritannien zu bunkern. Was, sagen wir mal, wirtschaftlich für das Land interessant und enorm profitabel wäre. Dem stehen allerdings die brisanten Dokumente entgegen, die dieser Popstarlin Dima mitbringen würde, mit vielen einheimischen Verräternamen. Noch nie hatten wir einen Informanten so weit oben in Russlands organisiertem Verbrechen. Britische Politiker, Anwälte und Banker von Russen hier in London rekrutiert. Moral, besser die globale Nicht-mehr-Moral. Wenn es um Geld und Macht geht, dann fallen alle sauberen Prioritäten. Mittendrin dieser etwas unbedarfte, aber durchaus neugierige Hippie-Dozent als Tarnfigur. Das Problem ist, er verhandelt nur mit uns, wenn Sie auch in Paris sind. Ich kann da nicht mitmachen. Ich fürchte, Sie stecken schon mittendrin. Diese neue John le Carré-Adaption kann sich gut sehen und clever denken lassen. Präsentiert und beinhaltet eine prächtige Spannungsperformance. Ewan McGregor als Amateurhasardeur, die neue Bond-Miss Moneypenny Naomi Harris als taffe Gattin und vor allem der skandinavische Weltstar Stellan Skarsgård als prächtiger Russenrüpel Dima sind eine unterhaltsame Einheit. Ich bin eine Gefahr für Moskau, für den Kreml. Ich weiß, wo das Geld herkommt. Ich brauche Beweise, dass all diese Leute bezahlt werden. 4 Pönis für Verräter wie wir, einem rundum spannenden Kino-Thriller-Hochkaräter. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Meine weiteren aktuellen Kinokritiken findet ihr auf www.pönack.de. In der nächsten Woche wird die Welt mal wieder putt gemacht. Independence Day 2. Bis denn. Ciao.